Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum, zu einem, nun ja, 24. Adventskalendertürchen mit dem Zwergenfürst. Heute wollte ich euch eigentlich ein kleines Backvideo zeigen. Zwergis Backstube. Es war im letzten Jahr schon mit dabei und sollte eigentlich in diesem Jahr auch nicht fehlen müssen. Also dachte ich, ich backe mal ein paar Plätzchen für euch vor der Kamera. Ja, was daraus geworden ist, ja. Das Ganze ist an einem kleinen Desaster geendet. Seht selbst, es ist nicht wirklich was geworden. Der Teig. Ja, ich sag mal lieber nichts dazu. Hier ein paar kleine Ausschnitte. Ist schon ein bisschen zäh, aber ich guck mal, ich knete mal ein bisschen. Und mal ein bisschen was raus. Das sieht lecker aus. Ja. Da fehlt doch bestimmt noch was. Da fehlt doch deutlich noch was, das hier. Fehlt doch irgendwie noch Teig oder sowas. Das ist doch noch kein Teig. Da fehlt. Will jemand Reste Teig? Will jemand Reste? Let's fail. Dann räume ich mal wieder auf und stell den Ofen aus. Ja, Zwergi backt, muss nicht immer unbedingt gelingen, aber ja, da ich da jetzt kein richtiges Video draus schneiden konnte, ich wollte es euch nicht in kompletter Länge antun, das muss jetzt auch nicht sein, bin ich auf die Idee gekommen, da gibt es etwas, das noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist, das bisher noch keiner mitbekommen hat. Eine kleine Geschichte, die die Welt noch nicht gesehen hat. Von mir. Von der wundervollen Perspektive, von der spannenden Erzählperspektive in die Märchenerzählerperspektive auf meinem Sofa. Hier habe ich es. Das Dokument, das bisher unter Verschluss gehalten wurde. Als kleines Geschenk zum Weihnachtsfest zum 24. Dezember werde ich euch jetzt ein, zwei Kapitel daraus vorlesen. Vortragen. Ja, die Haare sind nicht ganz in Ordnung, aber ja. Gamer-Haare halt und ja, passt halt irgendwie. Ich pack's direkt mal raus. Es ist hier in so einem wunderschönen kleinen Büroheftchen verpackt. Na komm, kommst raus. Den einen oder anderen wird es auch mehr freuen als irgendeine Backstunde. Also ja, ist nun alles gut. Hier haben wir als allererstes eine Übersicht über alle Charaktere, die noch mitspielen. Einmal kurz in die Kamera gezeigt, falls man es irgendwie sehen kann. Das Licht habe ich auch einfach mal ein bisschen runtergenommen. Es ist Weihnachten, da kann es mal ein bisschen entspannter sein und ein bisschen düsterer. Und das Vorwort, das liest sowieso nie jemand, ist eher sinnloses Gelaber von mir. Naja, sinnlos nicht, aber na, das würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen und ja, meine Predigten müsst ihr euch nicht anhören. Beginnen wir, glaube ich, mal mit dem Prolog.
Das ist so ziemlich der Anfang von dem Roman. Ich weiß nicht, ob man es Roman nennen kann, aber es ist ein Buch, das ich mal geschrieben habe, um es zu verlegen in einem Verlag. Es ist noch nicht dazu gekommen, es ist noch nicht veröffentlicht worden. Daher erlaube ich mir als Autor, das jetzt mal, das Manuskript einmal vorzutragen. Ja, ist mein Werk und es gibt keinen Verleger, der irgendwie darüber heulen könnte, dass ich das öffentlich vorlese. Also, ja. Prolog. Ein Junge, 27 Jahre alt, sitzt auf einem Stuhl gegenüber einem Magazinmoderator. Zwischen den beiden steht ein kleiner weißer Tisch, auf dem eine goldene Schale mit Zimtsternen, Dominosteinen, Lebkuchen, Spekulatius etc. steht. Das Ganze war mal ursprünglich ein Drehbuch, um nochmal was dazu zu sagen, und ist dann irgendwie umgeschrieben worden zu einem Roman, zu einem kleinen Büchlein, zu einer Erzählung. Deshalb könnte es zwischendurch mal so ein bisschen holprig klingen. Ja, ist auch schon ein bisschen Jahre her, dass ich das geschrieben habe. Ja, lesen wir mal einfach weiter. Das ganze Studio ist weihnachtlich geschmückt. Passt ja. Es ist eine Weihnachtsausgabe der Sendung. Hinter den beiden befindet sich ein Greenscreen. Studiokameras stehen in einem Halbkreis um die beiden. Die Regie schaltet sich per Lautsprecher ein. Wir sind in 20 Sekunden auf Sendung. Der Moderator nickt Pascal zu. Okay, Pascal, bist du bereit? Pascal nickt. Die Regie schaltet sich wieder per Lautsprecher ein. Wir starten in 10, 9, 8. Pascal vergräbt das Gesicht in den Händen. Der Moderator macht eine Geste zur Kamera. Und wir sind live auf Sendung, sagt er, und das rote Aufnahmelicht der Studiokameras leuchten auf. Die Magazintitelmelodie und das Intro werden eingespielt. Mit einem Lachen begrüßt der Moderator die Zuschauer. Hallo und herzlich willkommen zu J1. Ich begrüße Pascal Müller, der heute bei uns zu Gast ist. Seite klebt. Der klebt nicht, aber haftet fest an der nächsten Seite. Pascal und der Magazinmoderator drehen sich auf ihren Drehstühlen zueinander. Guten Tag. Freut mich, Sie zu sehen. Sie haben sich ja lange nicht mehr bei uns sehen lassen. Fast 6 Jahre ist es jetzt her. Da haben Sie fast im Alleingang den Boss einer Nazi-Truppe ausgeschaltet und so das ganze Land vor dem Untergang bewahrt. Das Abenteuer Ihres Lebens, oh ja. Für das, was Sie getan haben, sind wir Ihnen unendlich dankbar. Pascal schüttelt den Kopf. Ich habe in letzter Zeit wirklich wenig von mir sehen lassen. Aber das hat auch seinen Grund, denn ich habe gerade nicht viel Zeit für solche Auftritte. Der Moderator schaut verwundert in eine Kamera. Pascal seufzt. Ja, wegen dem Film. Ach ja, genau, Sie sind ja seit neuestem Regisseur. Ihr dreht ja gerade euren ersten Film, bemerkt der Moderator. Pascal runzelt die Stirn. Ja, es ist sehr schön, es macht viel Spaß, mit den Leuten am Set zu arbeiten, aber es nimmt viel Zeit und Kraft in Anspruch. Ich sehe meine Frau und meine Kinder immer weniger. Der Moderator nickt. Das tut mir leid, aber ich hoffe, Sie kommen zurecht. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Dreharbeiten. Oh, und wisst ihr was? Der Film von unserem heutigen Stargast Pascal Müller kommt sogar bald in die Kinos. Punkt, genau am 7. Mai. Pascal lächelt. Genau, am 7. Mai. Und wissen Sie auch, was noch am 7. Mai war? Der Moderator schüttelt den Kopf. Nein, erzählen Sie es mir. Pascal nickt wieder. Ja, ich glaube, es war ein Dienstag. Ich mochte schon immer Dienstage. Ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Es fing alles so einfach an. Es war ein normaler Schultag, als alles begann. Niemand hätte geahnt, dass so etwas passieren konnte. Könnte. Schön richtig die Wörter lesen, die hier stehen.
Wir waren in einer stinknormalen Klasse, an einer stinknormalen Schule. Doch dabei ist es leider nicht geblieben. Aber bevor wir hier viel zu viel verraten, es gibt ja schließlich noch den ein oder anderen, der von der Sache nichts mitbekommen hat, zeigen wir jetzt hier einen kleinen Clip. Auf dem Bildschirm im Studio wird ein Video eingeblendet. Das Bild verdunkelt sich. Pascal, 14 Jahre, kommt durchnässt vom Regen nach Hause. Pascal klingelt an der Tür. Kat, schreit jemand und der Regen hält inne. Pascal guckt verärgert. Wie oft muss ich diese Szene noch drehen? Ich bin schon nass wie ein Wischmopp. Pascal, 27 Jahre alt, kommt ins Bild. Solange bis du es richtig machst, Tom. Ich habe gesagt, klopfen, nicht klingeln. Und wenn du das nächste Mal hier langläufst, aufrecht bitte. Und nicht so wie so ein begossener Pudel. Du bist ein 14-jähriger Junge, der gerade von einem entspannten Wochenende mit seinen Kumpels nach Hause kommt. Also nochmal von Beginn. Alle auf ihre Plätze. Die beiden Pascals verschwinden wieder aus dem Bild. Der Regen beginnt wieder. Kamera, Licht und Action, ruft Pascal. Der Schauspieler, der den 14-jährigen Pascal spielt, geht aufrecht. Wieder im Regen den Weg entlang. Er lacht. Cut, schreit Pascal, der Regisseur wieder. Tut mir leid, Chef. Lass es uns nochmal versuchen, erklärt Tom, der Schauspieler, der Pascal spielt. Pascal lacht. Okay, Tom, wir sind eh schon alle nass. Tom geht wieder auf seine Startposition. Pascal, in Klammer Tom, kommt durchnässt vom Regen zur Haustür. Pascal, in Klammer Tom, klopft an der Tür. Es war ein regnerischer, düsterer Dreh. Und trotzdem waren wir alle gut gelaunt. Alles war wieder friedlich, alle waren fröhlich und bei bester Laune, äußert sich Pascal, 27, aus dem Studio. Pascal wird die Tür aufgeschlossen und Pascal, in Klammer Tom, geht ins Haus hinein. Das Bild verdunkelt sich. Ja, man merkt an einigen Stellen, dass halt wirklich noch irgendwie Bearbeitungsbedarf hat. Irgendwie kann man sagen, ist auch ein bisschen cringe, kann man so sagen. Ja, um es halt in der rechten Sprache auszudrücken. Ja, mein erstes Buch, das ich so ein bisschen, da kann man es Buch nennen, meine erste Geschichte, die ich irgendwie so geschrieben habe. Ist ja auch ein bisschen Autor, steckt in mir drin. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Die Dialoge, besser als der Text, aber was soll's. Das erste Kapitel, schönen guten Morgen. Es war schon immer mein Traum, einmal einen eigenen Film oder eine eigene Serie zu haben. Eine Serie, die in der ganzen Welt berühmt sein würde. Oder einen Roman, eine Trilogie. Das wäre auch nicht schlecht, basierend auf meinen Erlebnissen, nach meinem Leben geschrieben. Ein packender Epos, weltweiter Bestseller. Ich sehe es schon vor mir. Pascals Abenteuer, das Buch zum Kinofilm. Jetzt auch im amerikanischen Buchhandel. Doch mein Leben als Roman, als Film, nein, mein Leben ist nicht abenteuerlich und spannend. Das Leben würde nur ein kleines Heftchen füllen, ein Leseheft, ein Prospekt. Ach, was sage ich, höchstens ein Flyer könnte man damit beschreiben. Ich wünschte, es würde etwas passieren, schreibt Pascal in sein Tagebuch. That was she said. Es herrscht Dunkelheit im ganzen Zimmer, ist dunkel. Es herrscht Dunkelheit im ganzen Zimmer, ist es dunkel. Es ist der Morgen des 7. Mai 2097. Grelles, blendendes Licht erfüllt den Raum. Eine unverständliche Stimme murmelt etwas. Meine Stimme. Ja. Unverständliche Stimme murmelt. Langsam wird das Bild klarer. Ein typisches Jungenzimmer mit Plakaten, Bildern und Zeichnungen an den Wänden kommt zum Vorschein. Ja. Pascal liegt in seinem Bett und reibt sich verschlafen die Augen. Das war eine lange Nacht gewesen, nach der Party mit den Klassenkameraden.
ist es mal wieder spät geworden. Ein Mann, ungefähr 37 bis 40 Jahre, kommt ins Zimmer. Es ist Johannes Müller, der deutsche Vater von Pascal. In Klammern Deutsch, ihr werdet es noch mitkriegen. Nicht gleich urteilen, weiter lesen. Aufstehen, Pascal, ruft er. Pascal dreht sich im Bett zur Wand und stöhnt. Kann ich nicht noch ein paar Minuten schlafen? Brummt er. Pascals Vater schüttelt den Kopf. Nein, das geht nicht. Wir sind jetzt schon zu spät. Pascal stöhnt und wirft das Kopfkissen nach seinem Vater. Okay, ich komm ja schon. Pascal kriecht aus seinem Bett, geht ins Bad und wäscht sich sein Gesicht. Ein Mädchen, ca. 6 Jahre alt, kommt ins Bad. Es ist Saskia, Pascals Schwester. Wo bin ich? Im Text verrutscht. Es ist Saskia, Pascals Schwester. Papi hat gesagt, dass du zum Essen kommen sollst, meint Saskia. Ich komm ja schon, knurrt Pascal und knallt wütend die Badtür zu. Er läuft die Treppe hinunter in die Küche. Pascal macht sich einen Kakao und stellt, noch nicht ganz wach, 2 Löffel Zucker in das Glas. Nach dem drauf folgenden Zuckerschock kommt Pascals Vater schon im Anzug in die Küche und guckt gestresst auf die Uhr. Er bedeutet Pascal, sich zu beeilen. Jetzt iss schnell deinen Toast, damit du in die Schule kommst. Ich muss gleich auch zur Arbeit, fordert ihn sein Vater auf. Pascal setzt sich auf seinen Stuhl an den Tisch und schmiert sich Butter auf das Toast, das sein Vater ihm bereits getoastet und bereitgelegt hat. Als Pascal die Salami aus dem Kühlschrank holen will, kommt Saskia in die Küche und mault ihren Vater an. Ich will Rührei essen. Sag Mami, sie soll mir Rührei machen. Saskias Vater schüttelt den Kopf. Setz dich und iss dein Toast. Wie oft muss ich doch noch sagen, dass es zum Frühstück noch nie Rührei gab und auch nie geben wird, egal wie viel du jetzt rumheulst und zickst und noch nie Salami zum Frühstück gegeben hat. Die ist Salami zum Frühstück. Kleiner Autokommentar dazu. Saskia verschränkt die Arme vor der Brust und setzt sich mitten in die Küche auf den Boden. Ich will, schreit Saskia ihren Vater an. Pascal schüttelt den Kopf und vergräbt das Gesicht in den Händen. Jedes Mal dasselbe Theater, brummelt Pascal. Pascals Mutter kommt in die Küche. Pascals Mutter kommt noch ganz verschlafen und noch... Was? Pascals Mutter kommt noch ganz verschlafen und noch in Schlafklamotten in die Küche. Was, die kommt zweimal in die Küche? Steht hier so. Guten Morgen, begrüßt sie Pascal und Saskia. Pascals Vater geht zu ihr und legt ihr den Arm um die Schultern. Leg dich doch noch ein bisschen hin. Du musst doch erst um 9:30 zur Arbeit. Boah, du musst erst 9:30 zur Arbeit. Ich würde auch gerne 9:30 erst zur Arbeit müssen. Meine Fresse. Ich bringe Saskia zur Schule und Pascal kann zu Fuß laufen. Essen habe ich auch schon organisiert. Leg dich hin. Schlaf noch eine Weile. Als Pascals Mutter aus der Tür gehen will, klammert sich Saskia an ihre Mutter. Ich will Rührei, quengelt sie und schaut ihre Mutter bettelnd an. Ihr Vater zerrt Saskia von ihr weg, spricht ihr... Was? Habe ich mich wieder an der Zeile verrutscht. Ihr Vater zerrt Saskia von ihr weg und nickt Pascals Mutter zu. Geh wieder schlafen, ich regle das. Mach dir keinen Stress. Spricht ihr Pascals Vater zu. Pascals Mutter nickt und geht ins Wohnzimmer, wo sie sich auf die Couch legt. Als die Mutter im Wohnzimmer ist, legt Saskias Vater ihr ein Brötchen auf den Teller. Schmier dir Nuss-Nougat-Creme drauf und iss das Brötchen. Nuss-Nougat-Creme natürlich, nicht Nutella. Nuss-Nougat-Creme. Rührei gibt's heute nicht, erklärt er Saskia. Noch bevor Saskia erneut beginnt zu nörgeln, steht Pascal auf und geht auf sein Zimmer. 3 Minuten später ist Pascal wieder unten und zieht Jacke und Schuhe an. Saskia die Tür zur Küche öffnet und auf Pascal zugerannt kommt.
Kannst du mir Rührei machen? Bettelt Saskia. Warum auch immer ist der Boden der Küche mit Backpulver vollgesaut. Backpulver? Pascal schubst Saskia zurück und schüttelt genervt den Kopf. Ich muss jetzt in die Schule und kann dir kein Rührei machen, selbst wenn ich wollte, erklärt sich Pascal. Nimmt seinen Ranzen und geht aus dem Haus. Saskia wirft sich heulend auf den Boden und schreit. Ich will ein Rührei, ich will, Papi, mach mir ein Rührei. Auf vier Seite wenden. Das werde ich jetzt bestimmt nicht mehr zum Ende lesen können. Das ist noch ewig lang hier. Saskias Vater beachtet Saskia gar nicht mehr und zieht sich seine Schuhe an. Ich fahre jetzt auf Arbeit. Komm mit oder zieh sie zu, wie du zur Schule kommst. Saskia steht vom Boden auf und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Nie krieg ich, was ich will, mault Saskia ihren Vater an. Saskia geht in die Küche und nimmt sich ein Brötchen, schneidet es auf und legt Salami hinein. Geht doch! Jetzt anziehen, Ranzen nehmen und ab ins Auto, meldet sich Saskias Vater zu Wort. Brötchen schmeckt aber eklig, schluchzt Saskia, während sie sich eine dünne, pinke Strickjacke anzieht. Währenddessen macht sich Pascal auf den Weg zur Schule. Als Pascal um eine Ecke geht, fängt es an zu regnen. Pascal stöhnt. Na klar, das auch noch. Er zieht sich die Kapuze seiner Jacke an, über und läuft weiter. Nach und nach wird es trüber. Es ist, als wäre das Wetter auf Kriegsfuß mit den Menschen. Aus dem Regen wird bald ein Sturm und der Regen peitscht Pascal ins Gesicht. Innerhalb weniger Minuten ist er triefnass und vom eisigen Wind beinahe erfroren. Die herauskommende Sonne wird von dichten dunkelgrauen Regenwolken verhangen und die Welt erstrahlt in einem matschigen braunen Grau. Es ist, als würde der Himmel über die Menschheit wüten. Aber Pascal ist das Wetter gewohnt. Da es Anfang Mai schon derart miserables Wetter gibt, das geht jetzt hier noch, die Seite zu Ende noch. Das ist schon Seite 13. Seite 14. Seite, ja, bis zur 14. Das heißt, wir sind gerade auf Seite 12. Ich würde das jetzt hier an dieser Stelle einfach mal beenden und ja, das ganze Ding geht jetzt über 45 Seiten, also 45 A4 Seiten und ja, dann gibt es noch so ein kleines Danksagungsendwort hier. Ich weiß gar nicht, wie lang wir jetzt schon mit dem Video sind. Ich hoffe, es ist euch nicht zu lang. Hinten gibt es noch eine Gedichtsammlung. Vielleicht kann ich da auch noch ein kleines Gedichtchen draus vortragen. Vielleicht ist das auch noch was Schönes zum Advent, hier zum Ende des Advents, was ich mir da so an Lyrik ausgedacht habe. Da habe ich auch mal Gedichte geschrieben. Ja. Ich ging allein in Regens Schimmer und dachte übers Regnen nach. Da dachte ich mir spielende Kinder und Säuglinge bei ihrem Gewimmer. Da dachte ich mir einen schluchzenden Seufzer. Da dachte ich mir einen schluchzenden Säufer in seiner Schmach. Da dachte ich mir jungfräuliche Frauen bei der Dusche in dünnstoffigen Kleidern. Während im Regen ich dahin lief. Doch plötzlich überlief mich ein Grauen, die Ampel im rot leuchtenden Ton. In düsterem Regen schleiern unterstrich es, dass es auch gilt, das Wort an der aschgrauen Wand mit grausigem Hohn. Freiwild. Vielleicht noch Kaffeezeit dahinter, damit wir es noch schaffen hier in der Zeit. Die Zeit ist bestimmt längst überschritten. Das ist ja jetzt schon ein ewig langer Part hier. Wahrscheinlich. Oder es ist ein kurzer Part und ich irre mich. Kaffeezeit, liegst du am Morgen müd im Bett, vor Unruhe kaum geruht, denkst, wenn ich doch mehr Ruhe hätte, wäre der Morgen für mich gut. Ist fast ein Lied. Ich überlege gerade, kann man das singen? Das klingt so ein bisschen, hat so den Rhythmus von einem Lied. Liegst du am Morgen müd im Bett, vor Unruhe kaum geruht,
Denkst, wenn ich nicht ge wenn ich doch mehr Ruhe hätte, wäre morgen für mich gut. Genau. Wach macht der Kaffee mit Kuchen und Baiser. Beliebt, befreit von Müdigkeit, bringt Wohlsein und Gemütlichkeit. Das flutscht doch, das kann man doch deutlich mal singen. Vielleicht öffnet mal jemand eine Melodie dazu und kann das mal singen. Mal als Fanart mal einsenden. Das wär's. Das mal gesungen. Kommst spät geschafft nach Haus, geschafft von Arbeit und vom Schaffen. Denkst, mit deiner Wachheit ist es aus, kannst nur noch in die Röhre gaffen. Wach macht der Kaffee mit Kuchen und Baiser, belebt und befreit von Müdigkeit, bringt Wohlsein und Gemütlichkeit. Und wie man das singen kann. Und wie. Ein Ring, das letzte Gedicht. Ein Ring ist ein rundes Ding. Das ist auch gar kein Unding. Man trägt es an der Hand, das ist auch keiner Schand. Klein ist es und rund und manchmal auch noch bunt. Es gibt ihn auch in Filmen, davon der bekannteste hat den Ring doch glatt im Namen und beginnt mit einem Gedicht. Ringe sind rund von Gestalt, was sicherlich rasch auffällt. Schmuck sieht's aus am Finger, es sind halt gute Dinge. Farbe hat's und Schand. Drum trägt man's an der Hand. Land aus Land, Land aus, Land ein, beliebt. Es reich und arm, prunk und edelbiet. Verschieden ist's, glanzvoll, matt, breit, auch schmal, königlich bis fahl. Nimmt mancher mit ihm dich zum Gemahl. Aber auch als Modestück ist's ganz legal. Der Poet Zwergi. Ja. Wenn euch jetzt der Mund offen steht und Kinnlade bis zum Boden reicht, weil ihr komplett überrascht seid, dass ich so etwas jemals schreiben konnte, Däumchen ich nach oben diesem Video. Ein Abo, falls ihr neu seid und meine nächste Gedichtsstunde nicht verpassen wollt oder was auch immer. Ich hoffe, das war ein halbwegs gelungener Ersatz für meine Backstube, mein Backstubenvideo, und da ist das auch nur halb so schlimm, dass ich im Backen verkackt habe und auch im Sprechen gerade verkackt habe. Ja, das war's dann mit dem Adventskalender 2017. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal, vielleicht auch unter die einzelnen Videos der Adventskalender-Türchen, die kann man ja natürlich jetzt noch immer noch gucken, die werden nicht gelöscht, die bleiben auch noch, was habe ich da für ein Haar? Ja, wie auch immer, ich hoffe, er hat euch gefallen, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ja, man sieht sich dann morgen in einem Adventskalender, nein, in einem Weihnachtsspecial, da kommt noch was Großartiges auf euch zu. Und dann, ja, verabschiede ich mich hiermit und verabschiede den Adventskalender. Im nächsten Jahr hoffentlich ein neuer Adventskalender 2018. Mal sehen, was kommt. Ich bin optimistisch, was das angeht. Na dann. Will ich nicht lange um den heißen Brei herumreden, das Video ist wahrscheinlich schon ewig lang. Das kann ich einfach mal hier beenden. Mir fällt es schwer, mich zu verabschieden, ihr merkt schon, das ist das letzte Adventskalender-Türchen. Und ja, das nächste Adventskalender-Türchen kommt erst in einem Jahr. Haut rein. Bis morgen. Man sieht sich. Ciao, ciao. In der Weihnachtsbäckerei gibt's manche Knäckerei. Zwischen Mehl und Milch macht's mancher Knetsch. Eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei.